Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der, also im Roleplay Farmers Projekt, meine lieben Freunde, mit mir, dem lieben Jackie Gamer. Schönen Läuft der Abend. Funk? Hallo? Ja, scheint so. Ja, ich glaub schon. Aha. Super. Ja, beim Maishäckseln wird, denke ich mal, mehr runterkommen. Ja, ich denke, da kommt dann auch noch ein Kollege mit einem weiteren Schlepper. Ja, da denke ich mal dran, ja. So. Also, ich bin der Meinung, es wäre fast intensiver, wenn ich Ja, wollen wir mal eben eine Runde zusammenfahren? ja, es ist kein Problem. Ah, warten Sie mal. So, Es. schwenke ich mal eben hier. Ich bin neu hier. Ich kann noch nicht viel machen. Hier, ich neu Dann hier. los geht's hier. Jo, warte, startet. Gut. Neue, ich Ah, kann warte. nicht. Wie viel fahren Sie? 15. Wo hab ich denn hier mein Tempomat? Na, los geht's hier. Alles gut. Fahren Sie schon mal. So. Achtung. Ich sehe gerade, ist das hier teurer als das Häckseln oder ist das Häckseln teurer als das hier oder ist das etwa der gleiche Preis? Das ist in etwa der gleiche Preis. Okay. Wissen Sie gerade die Preise auswendig oder? Das weiß ich leider nicht. Oder nur so ein ungefähr, was kostet jetzt zum Beispiel so ein Feld? Ey, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das Ich können bin Sie mir nur nicht sagen. Fahrer. Okay. Nicht Buchhaltung. Ach so, super. Weil ich denke, es wäre fast intensiver, wenn ich jetzt zum Beispiel anstatt dieses hier ansehe, also anstatt Graswiesenmähe, Mais hinmachen und häckseln halt. Könnten schon mal auch machen, ja. Also dann sollte ich vielleicht mal nächstes Jahr gucken, vielleicht ein bisschen Mais ansehen. Das könnten sie machen, ja. Okay, dann das muss ich mal diskutieren drüber. So. Haben Sie eine Tonnenanzeige? Nein. Ah, okay. Gut. Habe ich Da leider gucke ich nicht. weiter über die Kamera. Ja, machen Sie das lieber so. Achtung, fahren Sie mal vor. Warte, ich lasse ihn mal ein Stück zu drehen. Ja, ziehen Sie nach. So. Sie sind schon öfter hinterm Häcksler hergefahren, oder? Ein bisschen was, ja. Man kennt es mittlerweile. Ja, der andere Kollege, der ist noch neu. Der ist da noch nicht so. Der hat es noch nicht so damit. Ach so. Ja, das kann man ja auch. Das kann ja auch sein. Also, ist ja nicht schlimm. So. Mit diesem Ding geht auch zum Beispiel Weizen mähen oder. Ja, Getreide geht auch. Okay. Achtung. Ja, ich fahre ein Stück zurück. So, weiter geht's. Ich hier mal ein bisschen Gas. Fahren direkt hier rum. Der sieht mir hier schon stabil aus, der Häcksler. Ja, der ist auch noch nicht alt. Achso, ja, der sieht halt nicht so alt aus, das stimmt. Der ist praktisch noch neu. Ich glaube, Sie können Ihrem Azubi oder weiß Gott, was das ist, sagen, er soll, glaube ich, schon mal auf die nächste Wiese rauffahren. Achtung! Ich glaube, ich krieg das hin. Meinen Sie? Was dachten? Ach so, ja. Na, ich guck gleich mal nochmal über die Kamera.
Das sieht schon mal nicht so voll aus, sagen wir es mal so. Ah, kicken wir mal. Ja, da geht noch einiges. Sie kennen ja diese Bodenverhältnisse hier in diese Umgebnisse hier. Was sagen Ja. Sie? Würde hier mehr Ertrag runterkommen bei Mais auf der Fläche jetzt zum Beispiel? Boah, ich gehe davon aus, dass da ein bisschen mehr runterkäme. Okay. Da müssen wir natürlich ausprobieren. Ja, ich habe schon halt ein großes Feld da unten mit Mais. Muss man Jo, auch sagen. das. Mal gucken. Ja, das müsst ihr ja auch machen. Ja, können wir ja mal drüber reden. Okay. Oder können Sie mal mit dem Chef drüber reden? Ah, Achtung. So. Da, ein kleines Steinchen hier. Ah, würde aber schon voller die Karre. Ja. Also vorne durchs Fenster sieht sie nichts mehr. Also durch dieses Gitter. Ja. Weiß ja nicht, wie ist sie richtig voll? Ich sehe ja nicht oben hin. Ah, hinten ist noch ein bisschen Platz. Ich sehe gerade, Sie machen schon fast jede Arbeit, oder nicht? Ja, ich mache öfter hier was. Bin jetzt das fünfte Jahr hier. Oh, okay. Aber das ist natürlich stattlich. Da darf man auch schon mal die größeren Maschinchen bewegen. Auch schön. Was ich Ihnen aber auch noch empfehlen kann, was wir jetzt nicht drin haben, beim nächsten Mal können Sie auch ein bisschen Siliermittel kaufen. Okay, das wäre natürlich. Es gibt ein paar Liter mehr Ertrag dann. Okay, wäre natürlich auch vom Vorteil, oder? Kostet zwar ein bisschen was, aber soll sich rentieren. Okay. Wird von vielen hier in der Region genutzt. Oh, der Häcksler hat sogar automatisches Hubwerk für die Raupen oder wie? Ja, das ist TerraTrak von Klaas. Das sieht schon mega aus. Ist nicht schlecht, das System. Lohnt auf jeden Fall den Boden. Besonders auf Wiesen. Okay, das ist natürlich schön. Jetzt hat er die vordere Seite gehebt. Ja, dann kommt man besser um die Ecken. Also Dann das ist rabbelt man schon nicht so schön. über den Boden. Morgen beim Maishäckseln werde ich ja wahrscheinlich dann mit einem John Deere ankommen. Okay. Wissen Sie jemanden, der hier so Traubenreben hinstellen kann? Oh, da müsste ich mal den Gerd fragen, der kennt sich ja bestimmt aus. Okay, ja, weil ich mache hier das Feld nebenbeilig, mache ich jetzt mit Gras hier und dann möchte ich da gerne Traubenreben auch drauf machen, das kleine Feldchen da. Ah, okay. Ja, ich kann mal nachfragen. Gibt's bestimmt irgendjemanden hier in der Nähe. Okay, ich habe vor, ein bisschen viel in die Traubenreben-Sache einzusteigen. Ja, ich frag mal nach und dann können Okay, wir ja morgen mal darüber schnacken. ich habe gerade Das gehört, wäre. ihr braucht Leute für Traubenarbeit, Traubenherstellung. Hallo? Kennst du da jemanden? Ja, ich kann das. Okay, wusste ich gar nichts von. Hätt ihr wissen. Inner können alles.
Ah ja. Alles aber nichts richtig. Okay. Was? Doc. Ah, da weiß ich über die Qualität aber nicht Bescheid, du. Doc. Very good quality. Very good quality. 100 Jahre Garantie. Da frage ich aber lieber mal den Gerd nach, du. Ja, am besten, glaube ich. Ich glaube, ich gehe mal kurz abladen, dann sehen wir uns. Wo willst du als nächstes hinfahren? Ich glaube, dann fahren wir als nächstes zwischen 30 und 85, oder? Aber hier steht so. Dann noch ein Stück. Dann, ja, dann können wir das Stück noch mitnehmen und dann sehen wir uns gleich da. Ja, fahren wir eben rüber. Dann gucken wir mal. Super, so. Bis gleich. Gleich. Also glaubt mir, der Landini war eine gute Entscheidung. Muss natürlich auch wieder sagen, der Landini war eine gute Entscheidung. Aber, wenn hätte ich jetzt mein Joyce hier, würde ich den Landini fast nicht gebrauchen. Muss man im Umkehrschluss sagen, da hätte ich fast den lieber den 314 genommen, weil... Ich sehe es hier mit dem Frontlader, das ist nicht gerade die beste Idee. Muss man ganz ehrlich sagen. Deshalb müssen wir da nochmal gucken. Das werden wir dann alles noch sehen. Also wie schon gesagt, das werden wir alles noch sehen. Ob vielleicht, ich habe noch was anderes vor, Leute, aber alles mit der Ruhe. Wir haben ja noch, diese Wiese hier. Hier machen wir auf jeden Fall Traumreben hin. Diese Wiese bleibt aus Wiese. Diese Wiese geben wir jetzt drauf. Aktuell habe ich da nichts vor, das bleibt als Wiese. Ich habe vor... Sind wir die überhaupt hier richtig? Müssen wir mal kurz... Ja, sind wir. Müssen wir gucken, wie es sich so ausgeht. Ob geht es sich so aus, dass wir es so machen? Wir gucken uns gleich hier diese Wiese an. Die ist komplette Schräglage. Müssen wir gucken, unten oder oben über Feld 4 da Traubenrieben noch zu setzen, weil ich möchte wirklich einiges an Traubenrieben setzen. Aber das können wir erst im Frühjahr machen, weil ich sehe Traubenrieben, das gibt schon gut Cash, Leute. Wir haben das kleine Feldchen da. Ich muss sagen, bin ich nicht. Ach nee, nicht schon wieder. Hallöchen. Hallöchen. Was haben Sie denn da vorne gemacht? Rückwärtsfahrer auf der Straße, nicht geblinkt, kein Warnblinker. Ich dachte, da war der Feldeingang. Ich hab's komplett verrumst, die Warnblinker anzumachen. Na, nächstes Mal passt ja ein bisschen besser auf hier, ja. Es tut mir echt leid, Leute. Na gut. Ich bin neu. Wir werden jetzt hier öfters rumfahren. Okay. Achten wir jetzt hier drauf, okay. Okay, es tut mir leid. Ja. Bis dann, ciao. Okay, danke schön. Was ist denn das bitte? Haben wir denn...
bitte schön die ein. Ah, da unten. Ich glaube, diese Wiese wäre nicht so gut, Leute. Also. Jetzt mal echt. Wenn wir so gestanden sind, können wir kurz mal. Schauen. 1.200. Wir haben keine Trauben mehr dran. Okay. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Wir müssen gleich da mal kurz gucken. fünf hat er gesagt. Aber ich glaube, meine lieben Freunde, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen, ein Abo da lassen und unbedingt zunächst mal vorbeischauen. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.